Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen in Bernburg. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person vom Zug erfasst. Dabei kam der Mann ums Leben. Wie es zu dem Zusammenstoß kurz vor dem Bahnübergang an der Kröpziger Straße kommen konnte, wird noch ermittelt. 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bernburg sicherten die Unfallstelle und betreuten die Passagiere der beiden Züge. Für mehrere Stunden war der Bahnverkehr und der Straßenverkehr beeinträchtigt.